Liebe Leute, willkommen zu einer weiteren Tour. Ich fange im siedlerischen Gebiet an und ich kehre nicht zu dem Hof, darum halte ich mich da nicht lang auf. Aber das ist mir immer ganz wichtig zum Herzagen, weil ich weiß nicht, wer schon immer dabei ist. Für die anderen ist es eine Wiederholung. Was jetzt losgeht als weißblütige Blühpracht und ganz oft eben bei uns angesetzt, ist die Felsenbirne. Felsenbirnen gibt es ja mehrere. Wild draußen findet man bei uns die gewöhnliche Felsenbirne. Da komme ich gerade nicht hin und sie ist auch wenig spektakulär im Wuchs im Vergleich zu der Kupferfelsenbirne zum Beispiel. Wichtig ist zu wissen, dass wir dann am Schluss alle essen können, die Früchte. Aber ich will versuchen, dass ich da jetzt ein bisschen aufhupfen. Naja, hupfen, da komme ich nicht aufgehupft. Aber schaut, diese Blütenstände sind eben typisch. Sie haben alle ein ähnliches Blühbild. Eine Einzelblüte komme ich da jetzt hier unten dazu. Ah, guckt's. Kupferfelsenbirne deshalb, weil die Laubblätter beim Austreiben so eine bräunlich-kupferfarbene Farbe haben. Und typisch ist auch, das begleitet alle Felsenbirnen, ist dieses filzig behaarte beim Austrieb. Bei der gewöhnlichen Felsenbirne ist das Ganze schön grün, also die Blätter sind schön grün und weißfilzig, filzig behaart. Und das Blühbild ist auch ein ähnliches, also so ein traubiger Blütenstand, was natürlich dann auch zu einem traubigen Fruchtstand führt. Und da 5 weiße Blütenblätter, guckt's, Staubbeutel und die weiblichen Male in der Mitte. Aber ja, die Einladung, dass ihr jetzt die Augen offen haltet, ganz oft findet man das wirklich gesetzt in Parks, aber auch in Siedlungen. Und die wenigsten Leute wissen, dass man es essen kann. Sie werden halt eben nachher unauffällig. Drum jetzt schon ein guter Zeitpunkt, dass man die Augen offen hält, dass man weiß, wo man dann ungefähr im Mai super lecker oder Ende Mai super lecker Früchte naschen kann. Okay, passt. Also jetzt schauen wir ein bisschen weiter. Ihr könnt sitzen bleiben und ich bewege mich für euch. Ja, ich gebe es zu, ich habe mich jetzt nicht weit bewegt und ja, man fühlt nicht gegen die Sonne. Aber schaut, das, was da jetzt so auffällige Bäume sind, da viere ich es eher, das sind jetzt nicht irgendwie Blätter von Bäumen, die was da so viere lachen, sondern das ist der Spitzahorn. Der Spitzahorn ist für die Ahorne, bei uns ist es hauptsächlich Bergahorn, eben Spitzahorn oder Feldahorn, ist für die Ahorne der was als erstes austreibt. Und da ist eben so auffällig dieser doldenförmige Blütenstand, dass er so ein großartiges Bild erzeugt. Aber da ist noch nichts mit Blättern oder so. Alles das, was da so grünlich-gelb wirkt, sind in der Tat Blütenstände. Vielleicht kommen wir eh wo vorbei, wo wir da näher hinschauen können. Ja, weil da gibt es doch einiges Interessantes zum Erzählen. Schaut mal, auf der Suche nach dem Entwicklungsstand vom Ahornstab bin ich da jetzt wieder in meinen Wald gestolpert. Gehört nicht mir der Wald, aber wenn man denkt, so eine Sauerei, da liegt der Sackel, da liegt der Bierflaschel, das Glas nehme ich jetzt dann mit und stehe jetzt einen Glascontainer. Dann da Rechnung und da liegt der Sackel möglicherweise, was auch immer. Und dann habe ich aber gestanden und habe mir gedacht, was liegt denn da? Vor kurzem habe ich ja mal ein Video gemacht, wo ich Grohreste gefunden habe. Jetzt habe ich wieder was gefunden, was, keine Ahnung, wie kann man sowas verlieren? Also, ja, wer sich nicht auskennt, das ist der getrocknete Blütenstand von einer Cannabispflanze. Und anzunehmen, dass von einer Cannabispflanze ist, die was potent ist, das hat da irgendwer verloren, wie es ausschaut. Ja, solche Sachen findet man auch immer wieder, mal beim Spazierengehen. Ahornstab, schaut mal, es wird eben immer schwieriger, je mehr dass das Jahr voranschreitet, weil einfach alles überwuchert. Aber ich bin guter Dinge, dass ich Ahornstab finde. Ich möchte nämlich herausfinden, wie weit das die Blütenentwicklung ist für meinen Steckbrief. Aber ja, wenn ich ihn gefunden habe, zeige ich euch. Aha, schaut, so schaut's aus. Also, wer sucht, der findet. Ich schließe jedes Jahr neue Gebiete. Jetzt gerade wieder ganz anderes, weil wir gerade wieder das Radl aus dem Köller gestohlen haben. Jetzt ist meine Bewegungsfreiheit nur eingeschränkter, wie es vorher schon war.
Aber von dem Wald habe ich gewusst, dass Aaronstab geben muss. Und ja, wer sucht, der findet. Schaut, und es ist nicht zu bald zum Suchen angefangen, weil, schaut, das sind die Blütenanlagen. Das heißt, in einer Woche spätestens kann ich mal mit einem Steckbriefzettel auf dem Aaronstab Suche gehen, dass ich den Steckbrief abfassen kann. Und ich habe da jetzt auch immer wieder beim Hergehen im Bärlauch einiges gesehen. Also da steht er jetzt schön präsent und man sieht ihn schön. Aber er steht auch wirklich immer wieder unter dem Bärlauch. Also aufpassen. Aber ja, schaut, also das ist ja da wirklich eine tolle Fundstelle. Ich hoffe, ich finde da wieder her. Ich werde mir das versuchen zu merken. Ja. Gefleckter Aaronstab, wie ihr seht, ja, wo ist das Gefleckte? Dieses fleckige Muster, das muss er nicht ausbilden. Es ist sogar so, dass ich eigentlich erst ein, zweimal bei unseren Gefleckten, also es ist immer der gefleckte Aaronstab, der ist da. Aber ich habe erst einmal einen Bestand gefunden, oder zweimal, wo diese Flecken schön ausgebildet waren. Aber schaut, wie groß das die Blätter waren. Ja, fesch. Ja, da dauert es noch mit der Blüte. Ja, da kommt auch schon die erste Blüte. Ja, super Sache. Also, Platz für einen Aaronstab-Steckbrief ist gesichert. So schaut es nicht nur, dass da die gepflegte Taubnessel gerade fesch ansteht und wir da einen Bestäuber bei der Arbeit zuschauen können. Da sieht man, schaut einmal, der muss da reinkraxeln. Seht ihr das? Wo bist du denn? Kommt der Vierer, da sieht man, brauchst du nicht schüchtern sein. Ja, da hat man das jetzt schön gesehen. Haben wir nochmal. Wo? Ja, also da sieht man, diese Oberlippe, da kraxelt er rein. Und wenn wir da reinschauen, schaut's, da sind die Geschlechtsmerkmale. Das sind vier Staubblätter und da ist auch die Dame drinnen versteckt. Mal schauen, ob ich das zeigen kann. Ja, ich muss das nur auseinanderkriegen, weil in der Mitte, so sieht man das jetzt ein bisschen, in der Mitte ist da diese gespaltene Zunge. Das ist die gespaltene Narbe der Dame und das ist umringt von vier Staubblättern. Ah, da sieht man es jetzt. Seht ihr das? Da die gespaltene Zunge und die vier Staubblätter. Und viel Schlag gemacht bei der Lippenblüte. Wenn da eben der Bestäuber reinfliegt mit seinem Kopf, dann muss er da zwingenderweise vorbei und dann funktioniert das sicher ganz super mit der Bestäubung. Gefleckte Taubnessel. Kann man essen, falls sie wer fragt, kann man das essen, kann man. Und schmeckt, wie ich finde, so wie alle Taubnesseln, pilzig. Aber, um das geht es mir gar nicht. Schaut, ganz oft wird, wenn ihr unterwegs seid, gerade in Auwäldern, solche verdorrten Stabal finden, die was so ineinander verflochten sind. Das ist ein toller Hinweis, dass es da Hopfen gibt. Und wo im Vorjahr Hopfen war, kommt in diesem Jahr garantiert ein Hopfen, weil den Hopfen bringt man nicht um. Wenn der Hopfen einmal wo war, dann kommt er wieder. Und schaut, da ist er, tata. Das ist junger Hopfen, so treibt er aus. Da ist er schon ein bisschen weiter. Das Ganze ist voll rau, also wenn man da drüber fährt, das ist wie Sandpapier. Ja, das macht es halt beim Essen ein bisschen schwierig. Aber gerade diese jüngsten Triebspitzen kann man tatsächlich gut essen. Schaut, da sieht man sogar noch das Raue auf die alten Stabau. Ist natürlich praktisch, wenn man so etwas Raues hat, weil man sie eben gut aneinander festhalten kann. Also, auch der Hopfen ist wieder da, ist erntbar und besonders, wenn er so groß ist, gut essbar. Und ihr bringt die Population auch nicht um, wenn sich ein bisschen was holt. Okay, jetzt habe ich meine Kamera angespuckt, aber der macht nichts. Okay. Und jetzt habe ich eine Taubnessel verschluckt. Ja, schauen wir weiter. So, schaut, ich bin auf dem Weg mit euch jetzt noch in den Schlosspark. Da mag ich noch die Kastanien Austriebsbilder herzeigen, weil die sind immer recht fantastisch. Und ich habe die Hoffnung, dass ich dort eventuell sogar dann schon ein, zwei blühende Exemplare vom scharfen Hahnenfuß sehe. Was ich da jetzt gleich super gefunden habe und zur Sicherheit jetzt hier gefilmt, dieses Bild muss er nicht bieten. Schaut, also diese schwarzen Male, was er da bei den Blättern hat, also in der Mitte schwarz und dann erst grün, das muss er nicht sagen. Also das ist der scharfe Hahnenfuß, der blüht dann gelb, Hahnenfuß, dottergelb eben, und da ist er eben im Auftauchen. Wie gesagt, ich habe eh die Hoffnung, dass ich einen blühenden finde, aber ich habe
die Befürchtung, dass ich nicht überall diese schöne Schwarz herzeigen kann. Drum dieser Einschub. Schaut auf dem Weg in den Schlosspark, was da so auffällig rosa blühend vor uns steht, ist in der Tat eine Kirschpflaume. Sie wird halt Blutpflaume genannt, weil es ist eine einfache Sorte der Kirschpflaume. Zum Teil entstanden aus Kreuzung mit anderen. Es gibt verschiedenste Sorten mit großfrüchtigen Früchten, mit ganz dunklen roten Laub, mit bräunlichen Laub und. Aber in echt ist es eine Kirschpflaume. Wenn man sich das nämlich anschauen, was sie sich gleich mit der Kirschpflaume teilt, ist Blattaustrieb, Blütenaustrieb ziemlich gleichzeitig. Die Blüten relativ lang gestielt, aber nicht so lang gestielt wie Kirschblüten. Und wo sieht man das? Oft sind Blatt und Blüten ziemlich mit. Da sieht man das. Der ist zwar schon verblüht. Seht ihr, also da sind die Blüten und gleich drüber sind Blätter. Bei Kirschen, da habe ich eher ein Video gemacht, ich verlinke euch das da mit der genauen Erklärung. Da haben wir nebenbei einen Schlehdorn. Der Schlehdorn hat eben ganz kurz gestielte Blüten, schaut euch das an. Und ganz kurz gestielte Blüten und jetzt nur überhaupt keine Blätter. Und die Blattknospen sind so unscheinbar, da in der Mitte ist eine, dass die überhaupt nicht auffallen. Da, was da jetzt schon wieder grün ist, und da, ich komme da jetzt nicht gescheit um mich, das ist eine normale Kirschpflaume, da ist die Blüte schon wieder vorbei, aber vielleicht sieht man es ein bisschen, also diese lang gestielten Fruchtstiele, also Blütenstiele, was jetzt dann Früchte werden, ist da verräterisch. Okay, aber ja, auf zum Weg, da ist er, den schauen wir uns ja noch an, weil der wird dann auch weiß blühen. Der Weißdorn, bei dem, da schaut's, also Dorn, ist Name ist Programm, bei dem ist aber eben typisch, dass es erste Blätter da sind, wobei man die jungen Blätter gut essen kann und erst dann irgendwann diese weiße Blüte auftauchen wird. Gleich mal dazu verraten, wird, ist anerkannte Medizinalpflanze, ist herzwirksam und dann wird eigentlich die Blüte benutzt. Ich benutze selber für mich auch die Blätter, also ich haue mir die in den Smoothie rein. Okay, aber jetzt auf in den Schlosspark. Schaut, willkommen im Schlosspark. Ich weiß jetzt schon, ich werde euch schuldig bleiben, dass wir sich die Blüte vom Spitzerhorn genauer anschauen. Aber das macht jetzt nichts. Dennoch, ich mag euch da jetzt einmal sagen, und das habe ich eigentlich bei mir nur in solche Parks, herzusagen, wie gewaltig eigentlich der Spitzerhorn zum Beispiel werden kann. Weil meistens zeige ich euch bei solchen Bäumen, weil dann kommt man dazu, irgendwelche Jungbäume oder irgendwelche Kleinbäume in irgendwelche Gartenanlagen. Aber das ist eben auch ein Spitzerhorn, der steht sogar unter Naturschutz. Auch die da drüben, seht ihr, die was da so auffällig blühen, also das ist alles Spitzerhorn. Und guckt, also ich gehe mit euch einmal da her, dass man da mal vielleicht kann man da das Ausmaß erfassen, wenn wir da rundherum gehen. Also ich glaube, da braucht man 3-4 Erwachsene, die was sie an der Hand nehmen, dass sie den umschlingen können. Also auch so kann ein Spitzerhorn ausschauen. Und dies zum Beispiel sind Platanen. Also auch dies, das ist natürlich mit Video immer viel schwierig zu machen. Aber auch die sind mannsdick, war untertriebenst, weil da ist wahrscheinlich jeder dieser großen Äste mannsdick. Zumindest wenn man ein relativ schlankeres Männchen ist, so wie ich das bin. Aber auch da, vielleicht wenn ich mich recht dazu biege, dass man da einmal eine Ahnung davon kriegt, was für Ausmaße das haben kann. Also schaut, also das ist mal auch so eine Fläche und das Ganze geht dann da herum. Also ich finde das fantastisch, was für Giganten, dass die Platanen werden können. Aber die habe ich eigentlich zum Herzeigen für Blüte und so immer nur kleine Exemplare, weil da kommt man natürlich nicht auf. Mein Begehr war jetzt, ich zeige euch jetzt noch, in Austrieb von der Kastanie. Ihr könnt sitzen bleiben, ich beam uns da jetzt nochmal hin.
Die Kastanie ist ja ein typischer Alleebaum. Da ist einfach so, die alten Kastanien sind da in den letzten ein, zwei Jahren alle weggeschnitten worden, wieso auch immer. Weiter hinten gibt es nur große. Dazu gesagt, die können 30 Meter groß werden. Also das ist jetzt natürlich größentechnisch nicht stellvertretend. Das da hinten übrigens ist eine Eiche. Die kommt ziemlich spät mit Grün auffällig. Ja, also, und die vertreten Äste. Also, ja, also man kann Bäume anhand einer Schattenzeichnungen eigentlich gut bestimmen. Aber ich habe ja gesagt, es geht mir um den Austrieb. Ich weiß das jetzt gar nicht, da müsste ich dann jetzt auf die Blüte warten, ob das die fleischrote Rosskastanie oder die gewöhnliche Rosskastanie ist. Die fleischrote wird es bei uns ganz oft sehen, das ist jene mit diesen rosaroten Blüten. Die gewöhnliche Rosskastanie hat weiße Blüten, hat zwar auch die Saftmale, gelb und rosa, aber da sind bei der fleischroten werden die Blüten komplett rosa. Das Fantastische, was ich immer wieder jedes Jahr aufs Neue bestaune, was da alles in so eine Knospe reinpasst hat. Erstens seht ihr, dass diese Knospen extrem wachsig waren, also das Ganze glänzt in der ganzen Sonne von der ganzen Wachsbeschichtung. Und es ist da einiges einbockt. Da sehen wir eben die angelegte Blüte und einen Haufen Blätter. Richtig klar wird erst, was da drinnen ist in so einer Knospen, wenn man sich das Vorjahresholz anschauen. Da ist im vorigen Jahr so eine Knospe gesessen. Und all das Holz, also dieser Zweig, ist im vorigen Jahr aus so einer Knospe rausgewachsen. Und hat an der Spitze wieder Endknospe gehabt, wo sich dieses Spiel jetzt wieder erneuert. Wenn man sich da die Blattnarben anschauen, da wo die Blätter angemacht waren, da waren eins, zwei Blätter, da waren nochmal zwei Blätter, vier Blätter, sechs Blätter und da an der Spitze ist auch Blattnarben, acht große Blätter. Und das kann man da jetzt eher schon wieder erahnen, dass das da kommt und man kann aber auch erahnen, wie stark, dass sich das noch in die Länge strecken muss. Finde ich immer wieder fantastisch. Ja, wir schauen sich das eh in Blüte dann genauer an. Für heute lassen wir es einfach genug sein, weil der Kerl filmt eh immer gegen die Sonne, da sieht man dann eh nichts. Passt, dann sage ich euch, pfiat euch. Ha, habt schon geglaubt, ihr habt wirklich ein Hirn wie ein Nudelsieb, ja, fast was eh passiert. Schaut, habe ich ja gesagt, ich habe die Hoffnung und die Hoffnung ist erfüllt worden. Da ist tatsächlich schon ein scharfer Hahnenfuß in Blüte. Und ja, ich habe ja Glück gehabt, dass ich das Schwarze vorher schon gefilmt habe. Da ist eventuell kaum man so ein bisschen in der Mitte, wenn mit viel Fantasie kann man was sehen, dass da auch ein bisschen dunkel gibt, aber eben nicht so schön ausgeprägt wie bei dem ersten Exemplar. Wir schauen sie näher mal genauer an, den scharfen Hahnenfuß, aber dieses Dottergelbe, das ist schon mal typisch für die Hahnenfußgewächse und auch toll. Ich habe ja schon so viel über Perigonblätter gesagt. Das ist auch wieder so eine Perigon-Geschichte, nämlich eine einfache Blütenhülle, weil das, was wir da unten als Kelchblätter wahrnehmen, das sind in Wahrheit ist das die kelchblattartigen Perigonblätter. Und das, was wir da als gelbe Blütenblätter wahrnehmen, sind wieder nur Nektarblätter. Also das sind keine klassischen Kronblätter, darum sagt man einfache Blütenhülle. Okay, aber jetzt lassen wir es gut sein. Pfiat euch.